Na Leute, jetzt geht's wieder auf die Kirmes. Zu einer Albtraumfahrt. Komisch, dass man seinen Partner durch den Holzboden durchwerfen kann. Mache alle Gegner fertig. Das ist hier nicht ganz richtig erklärt. Man kann gar nicht alle Gegner fertig machen. Man muss nur 5 Gegner erledigen, damit die Münze erscheint. Komisch, dass nichts passiert, wenn man mit ihnen zusammenstößt. Man wird nur ein bisschen abgebremst. Wenn man dieses Plusfass berührt, dann gibt das Fahrzeug Vollgas. Dieser Level ist ein Wettrennen. Wenn wir den ersten Platz schaffen, dann erhalten wir zur Belohnung die Donkey Kong Münze. Man muss die Gegner aber gar nicht erledigen. Es genügt auch, wenn man sie überholt. Eine kleine Abbremsung könnte aber auch nicht schaden. Am liebsten würde ich die ganze Zeit das Spiel verlangsamen, während ich diesen Level spiele. Aber ich will natürlich nicht cheaten. Außerdem könnte dies meine Tastatur ein bisschen überlasten. Das war es ja auch gleich schon. Diddy Kong ist dran. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen unpraktisch. Aber ich mache keine Ausnahmen. Nach diesem Level müsste Spankys Goldgrube auch wieder aufhaben. Ah, nur eine Banane. Wir werden auf jeden Fall wieder nach dem Namen dieser Welt gefragt. Aber welche Fragen hat er sich denn sonst noch überlegt? Spiel 1. Winklys Spiel. Wusste ich's doch, mit dieser Frage kann er uns aber auch nicht in Ruhe lassen. Rot, Grün, Gelb. Dieses Spiel wurde von Rare Nintendo entworfen. Spiel 2. Crazy Quiz. B. Die heißt Winky Kong. Bei dieser Frage war ich etwas hin und her gerissen zwischen A und C. Und Spiel 3. Baboon Booty. Ja, die Schlange heißt Wetley. Cranky Kong hat eine grüne Weste. Power 9 Schwanz. Das stimmt zwar nicht, aber was soll's. Diesen Gegner haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Also, im Ernst. Das ist zwar eine falsche Antwort, aber wenn wir damit weiterkommen, toll. Moor des Schreckens. Ich würde sagen, dieser Level ist vom Schwierigkeitsgrad so mittelmäßig, aber die Donkey Kong Münze ist recht tricky. Die ist am Ende beim Ziel, aber um hart genug aufzukommen, müssen wir die Holzfässer von einem Ken benutzen. Ken sind die Krokodile mit den Kanonen. Oh, das war knapp. Und das für billige 10 Bananen. Dieser Gegner ist übrigens der Power 9 Schwanz. Wo
Obwohl im Abspann steht dann als Name Cat O' Nine Tails. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich von dieser Unverwundbarkeit wirklich viel habe. Ja, das hat es jetzt nicht so wirklich gebracht. Vielleicht hat Spanky ja auch gemeint, welchen neuen Gegner wir in dieser Welt sehen. Obwohl ich auch da gar nicht weiß, ob das zutreffen würde. Nee, das würde auch nicht stimmen. Ich kann mich nicht erinnern, zuvor die Gremlins in den Fahrzeugen gesehen zu haben. Das ist zwar nicht unbedingt sinnvoll, das so zu machen. Man sollte am besten Schnur gerade nach oben werfen. Sonst könnte es sein, dass man in den Sumpf fällt. Ah, wir haben wieder 15 Gremlinsen. Damit können wir den nächsten Level aus der verlorenen Welt machen. Denen wird immer schwindelig, wenn sie zu lange gewirbelt haben. Man nimmt komischerweise nur manchmal Schaden, wenn man von ihnen erwischt wird. Manchmal wird man auch nur weggeschleudert. Naja, man sollte es trotzdem nicht drauf ankommen lassen. Man will natürlich auch nicht, dass man von ihnen ins Loch befördert wird. Eigentlich hätte ich besser die Wespe killen sollen. Aber ist jetzt auch egal. Wo ist der denn jetzt schon wieder abgeblieben? Ach, sind da noch mehr Bananen? Ja. Die Landschaft gefällt mir irgendwie so schön trüb. Kaboom! Keine Sorge, wenn die Kugeln im Moor versinken, muss man einfach weit genug weggehen. Dann sollten sie eigentlich wieder auftauchen. Nein, danke. Auf die Münze verzichte ich lieber. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, eine Banane, wow. Versucht bloß nicht den Level zu schaffen, ohne diese Kiste zu zerdeppern. Das hier ist gar nicht so gefährlich, wie es vielleicht aussehen mag. Ja, du mieses Vieh, ich brauch dich jetzt leider mal.
Ich muss leider auch auf die Continuo verzichten. Ich trau mich nicht. Das ging ja nochmal gut. Gleich wollte ich auch wieder einen Schnitt machen. Wir gehen aber erstmal zu Clubber und geben ihm 15 Quem-Münzen. Danke. Einen wunderschönen Tag werde ich auch gebrauchen können beim nächsten Level.